Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge und mir geht immer noch die Düse, weil das gerade nicht mal eine Sekunde nach danach her ist, dass ich dieses Spiel hier weiterspiele und wir legen gleich los mit Dracula Duck, der unbedingt auf die Fresse möchte, aber der uns unbedingt auf die Fresse geben will und es auch meistens schafft. Na gut, er schafft es nicht wirklich, die Fledermäuse haben uns fast gar nicht. Es sind eher seine Eiterbeulen und das Metroid-Vieh unten und die Stacheln. Gut, die Eiterbeulen, die sind auch nicht wirklich aua, aber... Ah, ich hasse diesen Kerl. Ich bin mal wieder still. Ich mach mal wieder Stummfilm aus diesem Let's Play hier. Weil ich mich dann einfach besser konzentrieren kann. Das Tolle ist, man muss seinen Blick überall haben. Nein, jetzt hat uns der Eiterpickel erwischt. Ach, ich hasse dieses Vieh. War super. Ich bin froh, dass ich das Spiel so gut kann. Wow, das war gut. Das war nicht so gut. Wisst ihr was? Diese Fledermaus. Diese Fledermaus. Also. Dieses Metroid-Viech da unten, also... Dieser Spieler! Also... Dass mich die kleinsten Fitzel von dieser Eiterbeule noch umbringen können. Dass ich mich der kleinste Fitzel von dieser Stachel umbringen kann. Das war nicht ganz so brillant. Wir können uns ja Zeit lassen. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Das ist aufregender als jedes Shooter-Spiel. Moment, es ist ein Shooter-Spiel. Man kann schießen. Oh, ich dachte, ich wäre tot. Jetzt dachte ich nicht, ich bin tot, sondern ich wollte einfach nur... Das war jetzt aus Versehen. Ich
Das war super. Alter, diese Fledermaus! Ah, toll. Wenn die Butterbrote nicht bereitstehen. Alter! Mano! Ich habe auch langsam die Schnauze voll von der Musik, die es hier bei Dracula Duck gibt. Ich hasse einfach alles. Dum, 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 dum. Ich hab doch gar keinen Doppelsprung gemacht und falls meine Maus die ganze Zeit zu sehen war, tut's mir leid. Tolle ist, wir kommen ja nicht mal mehr bis zur 2-Fledermaus-Grenze. Wow, wir sind echt super in diesem Spiel. Also ich bin echt super in diesem Spiel. Hey, da waren gerade 3 Fledermäuse. Mann, wir hätten es sicher fast geschafft. Was war das denn? Wisst ihr, wie sehr ich Dracula Duck hasse? Überhaupt nicht, nein. Dracula Duck ist der schönste Gegner, den es gibt. Alter, ich habe nur noch rechts gedrückt. Das ist scheiße mit der Fledermaus. Warum bin ich denn gesprungen? Ich bin doch so ein Eimer. Ich bin doch so ein Eimer, Abdallah. Ich hasse diese Fledermaus. Die ist so scheiße. Was ist das eigentlich? Sind das eigentlich wirklich Eiterpickel oder sind das Feuerkugeln? Sieht aus wie Feuerkugeln, aber auch wie Eiterpickel. Das sind sicher brennende Eiterkugeln. Thank you.
Mann, wir waren schon wieder bei den drei Fledermäusen. Ich habe auch noch nicht wirklich eine Taktik für das Vieh rausgefunden. Ich habe nur die Taktik, wie man schon so ziemlich am Anfang so viel abziehen kann, aber... Wenn er wenigstens einen Lebensbalken hätte. Oder wenn es wenigstens noch Metroid-Musik wäre. Nein, es muss ja zu... DuckTales-Musik umschlagen. Ich weiß, ich habe es schon letztes Mal gefragt, aber warum heißt es, aber was macht eigentlich Dracula Duck hier im Metroid-Bereich? Ach scheiße, jetzt bin ich nicht auf das Butterboot draufgekommen. Oder was es auch mal sein soll. Das war doch nicht! Ich hab doch nicht berührt! Mann, was war das denn? Oh. Och Mann! Ich kann ihn noch weiter rumschreien. Ich weiß, es wird trotzdem nichts ändern. Die Taktik des Aufregens, die klappt nur bei Lufia. Ich hasse es. Nee, das lasse ich nicht mit mir machen. Was war das denn? Mann, 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 Mann. Hä? Alter, es ist sicher irgendwas Feuriges, Flammendes. Das war jetzt aber nicht so sonderlich viel. Alter, ich bringe noch jemanden um und wenn wir das jetzt nicht in der Folge schaffen, dann bringe ich wirklich noch jemanden um. Und nicht nur unseren Freund hier, unseren Freund im lila, im rosa Pyjama. Ich hab doch nichts berührt. Oder vielleicht doch und ich übersehe es nur immer und reg mich dann einfach nur so auf, weil ich mich aufregen möchte. Wetten, dass es keine Person gibt, die bei diesem Spiel völlig ruhig bleiben kann? Gut, außer vielleicht ein paar hochgläubige Buddhisten schaffen es wahrscheinlich, aber keine normale Person... Person oder Personen mit kirchlichen Glauben, also nicht Buddhismus oder so ein Zeich. Was ist passiert? Ah, ich habe Alt gedrückt. Mit Alt hält's also an. Okay. Merken, mit Alt hält's an. Dieses Butterbrot hat mich gerade rübergedrückt. Das ist... Das kann ja gleich verjessen. Ich muss diesen Anfang hinkriegen, sonst...
Weil am Anfang noch keine brennenden Eiterkügelchen da sind. Da habe ich noch die besten Chancen, irgendwas zu machen. Dieses Butterbrot wollte mich gerade schon wieder runterdrücken. Ich hasse diesen Kerl. Schnarf, schnarf. Eigentlich nehme ich ja nur auf, weil mein Internet gerade abfuckt, aber... Und Minecraft rumruckelt. Pokémon hab... Also Moomoon habe ich schon aufgenommen und da... Und Ellsworth habe ich keinen Bock, dafür bräuchte ich ja auch wieder Internet. Mano! 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 Noch jemand hier, den das so sehr aufregt wie mich? Melden bitte. Ja, du und du. Und warum du? Hä? Du hast doch sonst noch nie ein Wort dazu gesagt. Du bist doch sonst der Ruhigste. Hm. Oh. Wow, ein ganzes Mal getroffen. Krass, Mann. Neuer Rekord. Nein, nein. Lieber ein paar Möglichkeiten auf Schüsse versemmeln, anstatt abzukratzen. Och, du Kackfledermaus. Ich mache jetzt noch 6 Minuten und wenn das dann nichts wird, dann probiere ich es in der nächsten Folge weiter. Das ist scheiße. Ruhig bleiben. Nein! Ey, dass diese Eiterbeulen noch so langsam sein müssen. Manchmal regt man sich auf, dass es zu langsam ist und manchmal regt man sich auf, dass es zu schnell ist. Ist doch immer so. Ach man, siehst du, jetzt habe ich mich aufgeregt, dass die Eiterbeulen zu schnell sind. Alter, warum springst du nicht zweimal, du Sack?
Ich hasse den. Komischer Dracula Duck. Und nicht das gute komisch, sondern das ist komische komisch. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Egal, ich hätte sie hier sowieso verloren. Auch früher oder später kommt es nicht an. Das hätte ich sowieso wieder nicht schaffen können. Und jetzt bin ich gerade gegen das Mikro gekommen. Weil ich mir die Nase kratze. Alter, was war das denn? Alter, meine Nase! Ich muss heute Abend Kabel 1 gucken. Und dadurch, dass heute Samstag ist, könnt ihr euch vorstellen, was ich meine. Ich hab doch nichts berührt, du Idiot! Du Idiotenspiel! Ich will nicht mehr. Och Mann. Ich hasse es, 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 ich hasse es. Ich hasse es, ich hasse es. Nein! Ach Mann, ich darf wirklich nichts sagen. Lauscht einfach der Musik, während ich mich hier abfacke. Wartet mal, alt. Oh, ich muss mich erst mal kratzen. Ah, ja. Scheiße.
Hei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 e